Sind wir schon live? Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Civilization. Der Krieg, der gestartet ist beim letzten Mal ganz am Ende. Der riesige Krieg. Der Weltkrieg. Richtig krass. Der Weltkrieg. Groß. Die Schwertkämpfer werden kommen. Der Krieg, der alle Kriege beenden wird. Genau, danach wird nämlich einfach Frieden herrschen. Ram und ich sind die Friedensbringer. Du ja. bist auf jeden Fall ein Schwein. Los geht die Party. Neue wie kriegen Addon. Wir das jetzt über die Wupper gewuppt? Jay überlegt gerade, wie er überlebt. Ram, wie viele Atomwaffen hast du eigentlich? Das geht dich ein Shit an. Aber du bist doch mein Kriegspartner. Ich fände das voll geil. Ja, aber trotzdem geht dich da nichts an. Du musst ja nicht alle meine technischen Sachen wissen. Was? Ich fände das voll geil, wenn Bram einfach sich zurückziehen würde. Okay. Aus dem Kampf. Was? Okay. Was kann ich dir dafür bieten, dass du das machst, Bram? Deine Liebe. Ich werde dein Vasall. Was? Ich mach das, was du willst und versuche darauf zu arbeiten. Barium. Wenn du mir hilfst, Sepp in die Schranken zu weisen. Und Jay und Christian haben einen Krieg gegen mich und Bram angezettelt. Willst du mich verarschen? Was sagt ihr, Leute? Was sagt ihr? Was sagt ihr dazu? Also Christian hat sich dazu bereit erklärt, gegen uns hier Krieg zu führen. Und Bram und ich haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, Mensch, so nicht, Leute. Ja, Bram, entscheid dich mal langsam. Das wäre ganz gut. Also ich würde weiter vorrücken und dir Weze, zu Füßen legen. Bram, wie ist denn das? Ja, ich habe eine konkrete Anfrage an dich. Also, was hältst du davon, wenn du Jay seine Ländereien bekommst, ich mich da nicht einmische in die Eroberung der Städte, sondern nur den Weg ebne und ich Phönizien bekomme und du mir Utica schon überlässt, damit ich weitere Militäreinheiten bauen kann? Also, Sepp, ja? Ja. Ich finde deinen Vorschlag mittelgut. Weil? Naja, so die Osterweiterung meines Reiches Richtung Frankreich natürlich schon irgendwie ist, womit ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein bisschen liebäugel. Ja, aber wieso hast du dann den Krieg gegen Jay gemacht? Also, das verstehe ich dann aber nicht. Die Osterweiterung meines Reiches. Das verstehe ich dann aber nicht. Das verstehe ich nicht, Bram. Was kann man daran nicht verstehen? Ich kann auch beides geil finden, oder darf ich das nicht? Ja, aber so als alliierte Partner muss man auch irgendwie sich arrangieren. Und wenn du Richtung Westen gehst und ich Richtung Osten gehe, kann man damit leben als alliierte Partner. Aber es gibt trotzdem so die eine oder andere Sache, die mir natürlich zu denken gibt. Ne? Darunter fällt ganz klar dein extrem weiter Fortschritt in der Weltraumbesiedlung. Ja, okay, aber der ist ja noch weit weg. Also ich kann nicht mal die nächsten Stufen... Ganz weit weg. Nicht, also ihr wisst ja noch nicht, wie das aussieht hinten. Ihr seid ja noch nicht so weit. Das hätte ja den Krieg gar nicht angefangen, wenn ich wüsste, dass in 3 Runden Schluss ist. Also das wäre ja ihr Läpsch. Bram, wie sieht das aus? Wohl, aktuell sieht es ja so aus, wie es aussieht, ne? Aktuell sieht es so aus, wie es aussieht, ja. Peter, ich werde mal Kabul ein bisschen bekämpfen. Die machen gerade ein bisschen Stunk. Siehst du, mit was für einer Willkür Sepp um sich schlägt? Nee, ich werde von denen angegriffen. Greif mal ein bisschen Kabul an. Greif mal ein bisschen Jay an, mach mal ein bisschen Krieg gegen Christian. Ich gewinne gleich. Das sind alles Sachen, wo ich hellhörig werden würde. Also, nachdem Bram letztes Mal sofort den Krieg erklärt hat, zieht er jetzt ganz schön hart zurück. Komm doch mit deinen Kampfrobotern an. Ich dachte, die sind so stark und du bummst damit alles. Hast du nicht noch groß rumgetönt? Belastet mich jetzt. Und jetzt, wo du deinen Bündnispartner nicht mehr hast, hast du Schiss in der Box oder was? Was bist du für ein Schwächling? Ups. Was hast du gemacht? Was? Ich habe Frieden mit Jay geschlossen und habe ihm gesagt, komm, du kannst deine Nuklearstadt wieder haben, ja? Und er sagt, nee, die will ich nicht. Nee, das war andersrum. Alles klar. Warum hast du jetzt Frieden mit ihm geschlossen? Nein. Ich hab Frieden geschlossen, weil wir Richtung Katharina müssen. Das ist gefährlicher, Sepp. Alles klar. Puh. Das ist belastend hier. Ich bin schwer enttäuscht. Ja, ich habe jetzt auch meine Schlüsse gezogen aus dem Ganzen. Also Bram hat keine Lust, hat mich verraten. Ich fühle mich verraten. Und jetzt habe ich nämlich Krieg mit Christian und Jay alleine. Und du nicht. Das ist schon Backstab. Also ich fühle mich schon echt verarscht. Hey Jay, was ist denn da los? Hättest du gerne Frieden? Ja, komm, gebe ich dir Frieden, alles klar. Jetzt küsst er doch meine Hand, sagst du. Klar, Mann. Das ist ja nett, Jay, dankeschön. Gerne. Wieso hast du abgelehnt? Verstehe nicht. Oh, was eine kleine Wurst, ey. Mit das solchen Mitteln will er hier spielen. Sie schließen alle Frieden. Das war ein kurzer, aber quicker Krieg. Der Chris hat Bram betrogen? Was? Christian hat Bram betrogen? Was geht da denn?
Alter, Leute, wie alle NPCs gerade Christian den Krieg erklärt haben. Vor allen Dingen, ich hab... Wie kann Dido denn... Also die... Mit Dido habe ich doch eigentlich vor 5-6 Runden erst Frieden geschlossen. Aber dass Sepp irgendwie am Anfang da Atombomben geschmissen hat, das hat keinen interessiert. Da fliegt die Nächste. Wo, was? Da fliegt die Nächste. Mal gucken, was die so macht. Auf seine Armee. Macht die was? Das war gut. Da war mal lustig. War ein bisschen Action hier. Man muss sich auch mal freuen über die kleinen Sachen im Leben. Ist Frankreich nicht, ich weiß auch nicht, was hier gerade. Was bringt mir das jetzt? Gar nichts. Keine Ahnung, warum Eleonore mir jetzt auf den Sack geben möchte. Reden wir ja im Krieg gegen Bram. Oder kommt wieder der Bomber geflogen von Sepp. Die haben da einfach mal einen Krieg drauf gegeben. Deswegen kann ich hier gerade nichts bewegen. Autsch! Intelligentes Material erforschen hat Sepp gerade abgeschlossen. Welt, ja? Wir haben mehrere Probleme gerade. Ich muss mich befriedigen! Mhm. Ja, okay. Welches hat mit Sepp zu tun? Die anderen sind mir egal. Okay, also Sepp braucht noch den Exoplaneten, Expeditionsstart. Ja. Ja, dann bin ich quasi, hab ich gewonnen. Hat er gewonnen. Und Katharina braucht nur 19 Runden, hat sie auch gewonnen. Was? Wer? 19 Runden. Christina, ja. Entschuldigung. Okay, also Sepp, in deiner Hauptstadt und in Mauchu baust du jeweils den Bau der irdischen Laserstation. Mhm, ist richtig. Du reist mittlerweile 5 Lichtjahre pro Runde. Keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ja, als wenn du das nicht weißt, wie viele du brauchst. Nee, also weiß ich wirklich nicht. Jetzt mal offene Tür rein. Bram, ey. No plan. Ich weiß auch nicht, wie viele Runden ich noch brauche, um Sachen zu machen. Bram, genauso wie du spiele ich das zum ersten Mal hier. Ja, hey, ne? Ja, ich weiß. Mann, ist das alles belastend hier. Was ist das denn hier? Bram hat mich denunziert. Mann, was ist da los? Du bist sofort... Da fliegt eine Rakete. So. Da fliegt eine Rakete. Die wurde leider zerstört, Bram. Du bist in einer Runde oder so fertig, wenn ich auf Brammen? Den gucke oder in zwei. Wieso kann ich hier... Warum kann ich hier mein Ding nicht abbrechen? Alter. Da fliegt eine richtige... Du hast mein Spion auf Cusco! Hoffentlich war es die richtige Stadt. Nee, war nicht, aber er hat meine Hauptstadt gerade weggemacht, die Sau. Wow. Und Machu auch! Alter, wie viele Atombomben da gerade fliegen! Au! Au! Alle kaputt machst. Au! Reicht das? Hoffentlich reicht das. Hoffentlich reicht das noch. Au! Die war schon 700 Jahre alt oder so. Ach, die war schon viel älter. Autsch! Hoffentlich waren das die richtigen Städte. Sein, dass das automatisch passiert ist? Alter, Bram übernimmt gerade hier meine Städte. Überhaupt das nicht kann, cool. Du brauchst laut diesem Anzeigeregler brauchst du eine Runde oder zwei oder so, dann hast du gewonnen, aber das werde ich nicht zulassen. Da sehe ich mich. Hier, Bram, da sehe ich mich. Warte mal. Jetzt habe ich mal den, erklärt Jane mir den Krieg? Mach mal meinen Schwertkopf weg. Dann mache ich nie wieder. Nächstes Mal. Alter, alles klar, Jay. Was ein dicken Move, wie alles klar. So, Sepp, jetzt kannst du es ja aufklären. Wie lange hättest du noch gebraucht? Keine Ahnung. Weiß es nicht. Der Bike ist fast voll in dem Sieg. Also, ich weiß nicht, ob ich es nicht noch schaffe. Ich kann es dir nicht sagen, ob ich es nicht noch schaffe. Ich habe Bram vertraut als Freund. Nee, jetzt geht's um den Sieg, du geile Bitch. Das nicht. Du kannst mich jetzt nicht dafür blamen, dass ich versuche, dem Spiel zu gewinnen. Also kannst du schon. Nein, aber du hast mich betrayed. Du hast den Krieg mit mir angenommen und dadurch mich in die Scheiße geritten und direkt gesagt, nö, Jay, jetzt mit dir ist cool. Du hast doch mir den Krieg erklärt. Du hast doch Bram. Bram hat den Krieg erklärt. Ich hab den nicht erklärt. Doch, ich hab Bram vorgeschlagen, Krieg gegen Jay zu machen und Bram hat abgedrückt. Das ist genau das gleiche wie bei Viggo. What? Und da kann Bram sich jetzt überhaupt nicht rausreden. Was? Ja, ja. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Es ist nicht gut, was hier passiert. Ich glaube mittlerweile, ich kann am Anfang, also ich kann halt nichts machen. Ja, ich hab's doch noch geschafft! Ja, weil das eine, es wurde ein Raumfahrtding nicht getroffen, Bram. Das ist genau ein Feld daneben gelandet und das andere nice. Ist stehen geblieben und deshalb ja, konnte das weiter forschen. Mmh. Boah, war das anstrengend. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch klappt. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie sich das verhält, nachdem du die Dinger kaputt gemacht hast. Fliegt doch weiter. Ist doch im Weltall, nicht mehr in der Stadt.
Oh, mir egal, ihr habt alles verseucht, die Welt ist verseucht, ich jetzt einfach vom Mars aus. Ja, Peter, da waren unsere letzten beiden 150 Runden dann doch umsonst. Nein, meine Runden waren nicht umsonst. Aber ich habe Peter mitgenommen. Dafür gesorgt, dass kein NPC gewonnen. Ich habe Peter mitgenommen in meine Kapsel, denn Peter war mir bis zum Ende ein treuer Freund und Gefährte. Aber ich hab verloren. Also Bram hat leider sehr viel aufgepasst im Vergleich zu allen anderen. Ich habe mir jede Runde, weil du so, also ich meine, das war jetzt nicht schlimm, dass du lange gebraucht hast, aber immer wenn Zeit war danach, habe ich mir alle Statics von jedem immer angeguckt. Angefangen natürlich bei den Starken, logischerweise, weißt du, bei Peter habe ich jetzt nicht jede Runde reingeguckt, weil naja, sorry Peter, aber du warst halt ein bisschen weit weg vom Sieg. Was? Aber du, ich habe halt jede Runde geguckt, wie weit bist du, was hast du gebaut und so weiter. Ich bin so weit weg vom Sieg, sagt der Typ, der immer sagte, oh, Peter holt sich noch den Religionssieg. Ich musste doch ein bisschen Panik schieben. Ich konnte halt nie was gegen Sepp machen. Ich hatte halt zu keinem Zeitpunkt eine Atombombe. Aber du hast die Hälfte meiner Atombomben abgewehrt, Sepp. Acht Stück. Da sind ganz schön viele geflogen. Ich hatte schon echt viel Luftabwehr, aber die gehen anscheinend nach einmal, also die können nur pro Runde einmal benutzt werden. Also der Brom, der hat richtig geworfen. Drei Stück sind durchgekommen. Oh, Spieler, glaube ich. Wirklich schönes Game. Das war echt stark. Also wir hatten alles mit dabei. Wir haben Kultursieg fast gehabt von den NPCs. Wir hatten fast religiösen Sieg. Da hat Peter sich gegengestellt. GG Sepp verdient. Dankeschön. Ich habe echt geschwitzt am Ende. Ich habe echt geschwitzt, weil Brom mir auf die Schliche gekommen ist. Das war echt hu. Und gute Nacht. Ich wünsche euch was Schönes. Schön, dass ihr dabei wart. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.